Es geht wieder los hier. Im nächsten Gäste von Lübbel. Blitzabsage mit einem der ältesten Fahrer im Feld. Robby Brode stellt sich quer in der Kurve dort hinten und verliert den zweiten Platz. TNT Racing weiter auf dem Platz. Sie kämpfen sich noch einmal nach vorne. Robin Rode, ja, schon über 20 Jahre Rennerfahrung, steckt drin in diese Pilotin. Er ist seit den frühen 90er mit dabei. Aber das TNT Racing Team macht hier das Rennen. Und das Fahrzeug auf und zu ganz stark unterwegs. Schwattertin Emilio auf der 2 mit dabei. Der dritte Platz geht für den Lebeklub, momentan ins Rennen, die 211, Lars Marquardt ist das. TNT Racing weiter vorne, TNT weiter vorne, Marquardt versucht das immer noch zu treffen. TNT Racing geht auf der vierten Position dabei, die wird uns gezahlt, Target nimmt das zurückgefallen, genauso wie die Startnummer 896, der Tobi ist das mit seinem Gefährt, die Running Boots sind draußen, hat das Fahrzeug verlassen, Platz 1, TNT Racing. Auf der 2, Stockardini Elilu, auf der 3, der Libby-Club, TNT Racing auf der 4, der 5. Platz geht an die 635, M4 Racing mit Zander am Steuer, dann Robby Brode von Glücks und Blitzern absagen und die 896 abgewunken.